Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Marx Mein und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu diesem Gameplay. So, ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, es ist ein bisschen Umzug dazwischen gewesen. Die große Krankheit mit C aktuell. Also, aber hauptsächlich der Umzug, ja. Deswegen muss ich erstmal wieder hier jetzt hineinfinden, ne? Göstlich. So, jetzt gehen wir erstmal gucken. Lass mich mal auf der Landkarte gucken. Da ist doch irgendwo, war da noch. Wir müssen hier hinten rüber. Hier ist noch was. Was soll denn das? Eine Gruppe, die als die Eiferer bekannt ist, hat die Anweisung erhalten, Eivor ohne Umschweife zu töten. Eivor muss den schriftlichen Befehl verbrennen, um zu verhindern, fortan nie gejagt zu werden. Göstlich. Gehen wir erstmal hier rüber, ne? Zu den Eiferern. So. Dann wollen wir mal zu denen rüber. Oh, was ist denn jetzt? Ein Wolf. Ne, ich habe jetzt keine Zeit. Ein andermal, okay, mein Freund? Wir spielen ein andermal. So, da ist was zu holen. So. Und hoppa. So. Das haben wir. Naja, komm her. So. Oh, so. So, sehr gut. Ein bisschen Wolfsfleisch aus dir. Wolfsmal. So. Das nehmen wir auch nochmal mit hier. Hier wäre dann auch noch mal was. Hoppa. Schon wieder dunkel hier? Oder ist es? Nee. Es ist doch nachts. Etwas hell für die Nacht, ja. Aber nur gut. Ja, das nehmen wir auch noch mal mit hier. Da hinten wäre auch noch mal was hier. Das ist ja eine richtige Schatzgrube hier. Da. Die Axt ist aber auch spärlich. So, wo ist denn. Wo ist denn das Reittier jetzt? Da ist es doch. So. Ich glaube, wir gehen den Weg hier entlang, ne? Genau. Ist einfacher und schneller. So. Absteigen, nein. Straße folgen, genau. So. So war das denn zum Questziel gehen. Wollen wir mal. Das ist die große Burg. Da ist, da leuchtet irgendwas unten. Was ist denn das, was da unten leuchtet? Ein Feuer oder was? Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. So, wir sind auf einem guten Weg dahin. Jawohl. Die Zeit läuft. Ich muss schnell nach Venonis, damit die Eiferer meinen Namen nicht erfahren und mir nach dem Leben trachten. Bin dabei. Wir ergeben jetzt gerade Vollgas. Gejagt, verbrenne die Töte Befehle. Das Programm muss. Das Pergament muss vor dem Sonnen. Vor Sonnenaufgang verbrannt werden. Okay. Scheiße! Ich habe jetzt keine Zeit hier. Das nächste Mal. Okay. Ich muss echt dahin. Vor Sonnenaufgang muss ich das noch verbrennen. Sonst bin ich ein toter Mann. Ich bin kein toter Mann, aber vielleicht werde ich verfolgt und wird vielleicht schwieriger oder so. Keine Ahnung. Irgendwie struggelt ein bisschen der PC heute. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil wir gerade hochladen. Aber wir sehen es später in der Aufnahme. Wenn es doch nichts wird, weil sieht so aus, als geht nur immer eine Option. Entweder hochladen oder aufnehmen. Das ist natürlich blöd, ne? Wir werden es gleich sehen. Wir machen das jetzt mal fertig und dann gucken wir mal. Wenn es was geworden ist, ist gut. Dann würdet ihr das sehen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn da nichts zu sehen ist und es stottert das Bild, dann ist natürlich schlecht. Bei 30% übersprungenen Frames sehe ich gerade. Oh Mann, oh Mann. What is happening there?
So, Venonis, wir sind da. So, wo sind denn die Eiferer? So. Strecke deine Flügel, Sühne. Die Eiferer sind hier. Die müssen hier sein, okay. Dann gehen wir mal rein. Okay, sollen wir uns reinschleichen oder einfach nur reingehen? Das muss die Statue der Eiferer sein. Wo denn? Ach, da vorne. Ja. Da liegt das Pergament. Da ist es. Irgendwo von Raumkleidung. Schließen. Okay. Schnell verbrennen. Erledigt. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Krieger der Eiferer machen nicht aktiv Jagd auf dich. Sie sind dennoch formidable Gegner. Formidable Gegner, okay. Mächtige Ordnung, dass sie patrouillieren in ganz England. Ja, genau. Und wenn ich sie jetzt alle gegen mich hätte, das wäre jetzt nicht toll gewesen. So. Und daher haben wir es doch jetzt richtig gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Ist die Frage, warum überspringt der Frames jetzt? Wahrscheinlich wegen dem Hochladen. Hundertprozentig. Fürs Aufnehmen hätte ich Speicherauslastung. Mal hier CPU-Auslastung. Ist gar nicht so viel, aber weiß ich nicht, warum das so ist. Okay, ist ja auch egal. Wir werden sehen, ob das was wird oder nicht wird. So. Was haben wir denn? Der Lagerbericht zur Königin Burgred wurde abgesetzt und wir sind. Okay. Wir folgen erstmal unser Ziel wieder. Straße folgen, Quest folgen. Genau. So. Folgt mal der Quest. So, wir hätten auch das Schiff nehmen können, aber wir müssten ja unbedingt diesen Schreiben da mal loswerden. Ne? Das war auf jeden Fall ganz wichtig. Ich denke mal, wir haben es gut erledigt. No way, dass sie uns nochmal erwischen. So, es gibt eine Rüstung hier drin, aber ich komme leider noch nicht dran. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt im Spiel. So. Was? Wölfe? Nee, Jungs. Da ist aber mein Wolf schneller. So. Prima. Das war auch wirklich sehr schön gemacht, das Spiel hier. Du hast ihn getötet! Stirb! Was? Wer hat wem getötet? Seite machen. So, Ivo. Nicht nachgeben. Wo ist denn das Reittier hin? So, wo ist der Wolf hin? So, und jetzt. Folgt der Straße. Sehr gut. Wir könnten ja die Kapuze anziehen. Hilf mir. Sei meine Augen. Oder? Nee. Ich hoffe, wir haben nicht so viele Frames ausgelassen. Hey, das ist crazy, 30%. Oder übersprungene Frames steht da. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Hochladen, ich weiß es nicht. I don't care and I don't know. So. Über die Berge müssen wir. So, jetzt haben wir den Fluss überquert und müssen den ganzen Weg da hinten rüber. Okay.
Sehr gut. Kannst du ja mal die Kapuze anziehen, dass du nicht so viel auffällst. So. Nun hoch da. Die Schnellreise wäre natürlich interessant, aber ich wollte einfach mal gucken, wie es hier aussieht jetzt. Wo sind wir, was für Gebiet, das Gebiet, was wir erobert haben. Weil wir haben ja schon, wenn ich überlege, ne, guck mal, überlegen wir, wir haben schon ein Drittel. Nee, wir haben nur einen kleinen Teil eingenommen. Wir haben Mercia eingenommen. Also Mercia haben wir zu Ende. Wir haben noch Nord-Britain oder wie das heißt und West-Sachsen da unten. So, ja, dazu kommen wir noch, immer mit der Ruhe. Die Geschichte ist ziemlich lang her. Das sind aber auch Riesenwelten, du, ne? Schau dir das mal an. Wo wir waren, da hinten an der Burg, ne? Da waren wir an der Burg da hinten, das weiß ich noch ganz genau. Und jetzt sind wir schon hier. Mann, 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 man kann überall hin. Das war früher unvorstellbar. Und jetzt mittlerweile, die Spiele sind so genial und die Leute meckern, oh, die sind zu groß und ich kenne das nicht. Und genießt, liebe Leute, genießt und spiel, was du spielen kannst. Genau. Und jetzt sind wir nicht mehr weit. Wir haben es bald geschafft. Oh, herrliche Landschaft. Ah ja, ich muss noch diese, mir fällt gerade ein, ich muss noch HDMI-Kabel bestellen. Weil aktuell spiele ich eigentlich nur auf 60 Hertz. Obwohl es ein 100 Hertz Monitor ist. Ich sollte mit Heitam die nächsten Ziele besprechen. Okay, das machen wir gleich. So, wir haben eigentlich hier viel zu tun in dem Dorf. Zunächst einmal können wir mal hier in den Stall. Und ich entscheide mich mal jetzt mal für ein Pferd eventuell. Lass mich deine Waren sehen. Was kannst du mir heute anbieten? Ich hätte ja was Neues. Ausrüsten. Ja, sieht aber nicht schlecht aus, ne? Der wäre noch okay. Na, der Wolf. Aber der ist auch nicht schlecht. Der ist neu hier, ne? Ausrüsten. Schon durch? Ich will ein Pferd aufnehmen. Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Das habe ich schon. Ausgebildet. Ich habe schon alles. Das war's also für heute? Ich denke schon. Ja, also mach's gut. Wir sehen uns später. Bis bald, Eivor. So. Wir müssen erstmal Lagebericht erstatten. Glaubst du wirklich, ein Spottstreit könnte sich mit einer Saga messen? Mit wahrer Dichtkunst? Messen? Er übertrifft sie allemal. Er ist schnell, gewitzt und für alle zugänglich. Meine ist die Kunst so. Der Massen. Oh, musst du gerade niesen. Entschuldigung. Das große C. Da ist es doch, da ist sie. Mit der wollten wir doch sprechen, genau. Ah, du hast es hierher geschafft, Schildberg. Ja, der kleine... Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Wir haben jetzt neue Verbündete. Es hat eine Weile gedauert bis dahin. Bekanntheit erhöht. 3 Weiler. Neue Gelegenheiten. Geflügelhof. Habt ihr das gelesen? Wir müssen uns mal jetzt ein bisschen mal umgucken. Es vergehen ein paar Tage. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Gilbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen.
Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Konasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Oh, jetzt wieder eine Entscheidung treffen. Sigurd würde meine Errungenschaften feiern. Ich behaupte nicht, Sigurd ebenbürtig zu sein. Schweig, Duck. Für die ist es immer noch... Ich weiß nicht, Sigurd ist ja ihr Anführer, ne? Und ich kann mich den nicht gleichstellen. Weißt du, wenn ich mich den gleichstelle, würden die Leute nicht akzeptieren. Ich habe nie behauptet, sein Gleichgestellter zu sein. Aber ich werde meine Siege nicht kleinreden, Dark. Möge der Ruhm jene finden, die ihn verdienen. Wenn ich es bin, dann sei es so. Wenn du es bist oder ein jeder von euch, umso besser. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skål! Skål! Denkst du, ich bin betrunken, Eivor? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Ja, der macht aber auch nur Ärger, du, ne? Warte mal, jetzt muss ich überlegen, was... ich habe mir meinen Ruhm ehrenhaft verdient. Du redest Unsinn. Den muss man Einhalt gebären, glaube ich. Diesen Typen muss man einmal richtig auf die Schnauze hauen, damit er mal weiß, wo sein Platz ist. Was du sagst, ist Unsinn, Dark. Womit habe ich deinen Ingrim verdient? Wie ich mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Oh, die Schlacht beginnt. Zu mir! Jawohl, und das machen wir aber im nächsten Video, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme.